ihr habt euch super Wetter ausgesucht. Also wir haben uns ja super Wetter ausgesucht. Wir hoffen, dass noch mehr Kinder kommen, aber ansonsten... Ja. Wie lange seid ihr immer da? Bis 19 Uhr, aber heute machen wir eine Stunde länger noch. Okay. Okay. Weil wir so die Musik heute organisiert haben und okay, ein bisschen so ein paar Sachen. Hier geht's jetzt gerade her, oder was? Genau. Oder? Genau, ja. Ja, wir haben uns drüben mal positioniert. Okay. Der Frisbee. Und dann schauen wir mit euch. Genau. Sollen wir was nehmen, das? Ja, wäre cool, ja. Haben das die Kinder von da gemalt oder haben das irgendwelche gemacht? Von da? Das wir jetzt, ich hänge jetzt nochmal da drüber, weil wir wollen ja Dosen schießen, dass die Bälle nicht alt. Ah, okay, deshalb. Ich bin schon immer wieder verheiratet. Ja. Das heißt, ihr kennt sie eigentlich schon und begleitet sie sozusagen beim Älterwerden. Genau. Ja. Was hättet ihr für diesen Park gern anders? Wenn man das wascht, geht das nicht runter, gell? Nein, das sind extra Farben, die... Was würdet ihr euch für diesen Park wünschen? Was wir uns wünschen würden, immer schönes Wetter. Okay, gut, das können wir nicht bieten. Aber ich denke, dieser Belag dort, der ist... Das stimmt schon. Ja. Also ein bisschen Grünfläche wäre nicht schlecht. Aber bei Grün werden wir es nicht schaffen. Ja. Weil so viele Leute da immer sind, das heißt, es bleibt nicht grün, du kannst auch mal in grün. Ich habe mit der Chefin jetzt, heute habe ich einen Mailkontakt gehabt. Jetzt kommen in Zukunft da so Trainingsgeräte, gratis Trainingsgeräte kommen daher, weil sich das die Nutzerinnen schon seit 5 Jahren circa wünschen. Ja, ja, ja. Was genau noch fehlt, ist ein Netz, für den Käfig auf jeden Fall und vielleicht so eine Art Tore wäre nicht schlecht. Ja. Ja. Ein Tischtennis-Tisch würde mich auch freuen, irgendwo. Ja. Aber ansonsten ist der Park eigentlich wunderschön. Naja, wenn er umgestaltet wird, dann seid ihr sowieso auch dabei, weil wir, da müssen wir euch ja, oder wollen wir euch ja auch fragen, weil ihr ja das am ehesten wisst dann. Aber ja, es dauert sicher noch ein bisschen, weil jetzt müssen wir zuerst einmal den Stöberpark, der wird jetzt im nächsten Jahr dann gemacht. Dann wird im Stillfriedpark werden die Käfige neu gemacht werden, aus Sicherheitsgründen auch. Und dann irgendwann einmal kommt der dran. Ja. Und bevor der ganze Käfig nämlich nicht neu ist, wird man ihn auch nicht übernetzen können, ja, wegen der Stabilität. Ansonsten, ich liebe den Park. Ja? Ja. Was ist das Schöne dran? Ich finde die Atmosphäre, also die Kinder sind aus sehr vielen verschiedenen Kulturen. Kennen auch andere Parkanlagen, wo doch die einen oder anderen Ethnien miteinander Probleme haben. Und da funktioniert das eigentlich. Also das ist interessant, ja. Gell? Ja, ja. Und natürlich, die Kinder sind zwar energisch, aber es ist alles im Rahmen. Ja. Na gut. Passt. Danke, Flo. Bitte. Viel Spaß noch. Danke. So. Ja. Das wäre der Richard Wagner Park.